Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Werder TV Inside. Wir befinden uns hier am Bremer Airport. Die Mannschaft startet gleich mit dem Flieger nach München und wir starten erstmal mit den Themen des Tages. Abflug nach München. Volle Konzentration auf den Bundesliga-Start. Volltreffer bitte. Werders U23 erwartet Osnabrück. Und Werders Fußballfrauen starten Mission Wiederaufstieg. Ja, die Mannschaft, die checkt jetzt schon mal ein. Um 18 Uhr circa werden sie dann in München landen. Und dann geht sie morgen endlich wieder los. Die 54. Bundesliga-Saison. Ich denke, uns allen ist klar, das wird ein richtig schweres Spiel beim Rekordmeister. Aber die Jungs werden alles geben. Werden alles geben. Schließlich ist das ein ganz besonderes Spiel. Wir haben das Eröffnungsspiel gegen München und ich glaube, das ist dann doch Ansporn für jeden, dass der 100% gibt. Wir haben das Lottespiel jetzt gut analysiert und auch abgehakt. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Und ja, jetzt wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und ja, sind zuversichtlich, dass wir ein besseres Spiel abliefern in München. Ja, morgen geht es dann also los, 20.30 Uhr. Ihr könnt das Spiel ja live mitverfolgen in der ARD. Solltet ihr das nicht schaffen, dann wie gewohnt Relive bei uns bei Werder TV, ebenso wie alle Stimmen und Highlights nach der Partie. Ja, ihr habt es ja gemerkt, wir befinden uns wieder im Weserstadion in unserem Studio. Und hier im Weserstadion findet morgen übrigens auch ein Spiel statt. Um 19 Uhr nämlich spielt unsere U23 hier gegen den VfL Osnabrück. Ich denke, der VfL Osnabrück ist schon eine Spitzenmannschaft der dritten Liga. Ja, Paderborn denke ich aber auch und die haben wir geschlagen und das ist unser Ziel so. Natürlich wollen wir auch dieses Spiel gegen VfL Osnabrück siegreich beenden und ja, die drei Punkte einfahren. Das Interview mit Marc Pfitzner, das fand übrigens im Strikeys Bremen statt. Wir waren nämlich mit ihm bowlen und wie das ausgegangen ist, das könnt ihr bei uns im Premium-Bereich sehen. Auch am Sonntag gibt es im Übrigen eine ganz interessante Partie, denn dann starten auch unsere Fußballfrauen in die neue Saison. Arminia Bielefeld ist dabei zu Gast und für unsere Mädels ist das Ziel nach dem Abstieg aus der ersten Liga in dieser neuen Spielzeit ganz klar. Wir wollen wieder hoch, na klar. Die Mannschaft hat das Zeug dazu, auch dann mit dem Reifeprozess und mit dem Entwicklungsprozess, den sie dann in 2 Jahren gemacht hat, dort oben auch vielleicht mitzuspielen, Fuß zu fassen, glaube ich schon. Und das Ziel ist ganz klar Wiederaufstieg, ja. Das Wichtigste von diesem Spiel unserer Fußballfrauen, aber auch unserer U23, unserer Profis und auch unserer Tischtennisherrin zum Saisonstart gegen Fulda Marbazell im Übrigen mit unserem frisch gebackenen Olympia-Bronzemedaillengewinner Basti Steger seht ihr natürlich dann am Montag hier bei Werder TV Inside und in ausführlicher Form bei uns im Premium-Bereich von Werder TV. Ich wünsche euch bis dahin einen schönen Start ins Werder-Wochenende. Tschüss. Thank you.